Hi. Hi. Paulina ist schläfrig unterwegs. Ich bin schläfrig unterwegs, ja. Aber dafür haben wir ja dieses wunderschöne Kopfkissen. Da kann man sogar im Stehen schlafen. Ich glaube schon, dass ich mit dieser Aufgabe eigentlich auch einen Vorteil habe, weil ich eben auch viel auf Social Media unterwegs bin. Ich kommuniziere auch gerne mit meinen Followern und rede auch gerne und mache meine Insta-Stories und so. Und deswegen, glaube ich, wird es mir leicht fallen zu sprechen. Ready? Ja. Und Action. Hi Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr wisst, bin ich in letzter Zeit ziemlich häufig unterwegs und ich komme irgendwie gar nicht mehr dazu zu schlafen. Aber ich habe eine perfekte Lösung und zwar ist es dieses Schlaf-to-go-Kissen. Ich weiß, es klingt lustig, aber es ist einfach der Burner, ich sag's euch. Dieses Kissen ist super, super soft, wundervolle Baumwolle, es ist super angenehm auf der Haut und es hat sogar so eine Haube. Ich zeig euch mal, wie das geht. Und zwar setzt ihr so die Haube auf. Wie eine Mütze. Es hat übrigens die perfekte Passform. Ganz egal, was für eine Kopfform ihr habt, ob einen großen oder einen kleinen Kopf, ist egal. Es passt auch einfach auf jeden Kopf. Dann müsst ihr das so schön zubinden. Eine wunderschöne Schleife. Und Cut. Ja, hier wären jetzt die 45 Sekunden gewesen, oh, John. Genau. Mist. Okay. Ja. Genau. Ach, das Problem ist bei mir, ich kann einfach so viel reden. Also am Anfang kannst du ein bisschen mehr anziehen. Ja. Ne, dass du das schneller aufziehen kannst und dann auch dann schneller wieder zum Ende kommen kannst, ne? Ja, ich glaube, ich muss ein paar Sachen weglassen, die ich mir überlegt habe. Brauchst du noch mal eine Sekunde, um ja, dich zu... Wär, ja, wäre gut. Ein Moment. Ach, ich mach's einfach spontan. Ich will mich jetzt nicht verrückt machen. Okay, okay, super. Ja, okay. Okay. Ready? Ja. And action. Hi Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr wisst, war ich die letzte Zeit so viel unterwegs und ich brauche einfach mega viel Schlaf und den kann ich einfach nicht nachholen, außer ich mache Naps. Perfekt dafür ist dieses Schlaf-to-go-Kissen. Ich weiß, es sieht total lustig aus. Es ist auch lustig, denn ich krieg's immer nicht auf. Aber mit Schwung geht es. Und zwar ist es hier so eine lustige Haube, die aber total stylisch aussieht, denn sie passt auch einfach zu allem. Und ihr könnt Naps machen, wo auch immer ihr seid. Und es ist nicht nur praktisch, sondern... Ach, ich hab's verkackt, scheiße. Nein. Und Cut. Ach Mist, ich hab's leider versemmelt. In der Zielgeraden. Warum sagst du dann, oh nein, jetzt habe ich's verkackt, warum sagst du das denn? Du kannst es doch denken, komm doch dann einfach zum Punkt. Ja. Sag doch dann einfach, ich hoffe, euch gefällt's, swipe up, viel Spaß dabei. I don't know. Wenn du dann sagst, scheiße, jetzt habe ich's verkackt. Mhm. Dann hast du es verkackt. Dann hast du es richtig verkackt. Stell dir mal vor, wir sind live, das ist das Finale und ich habe irgendwie was Dummes erzählt, dann kann ich auch nicht sagen, scheiße Leute, jetzt habe ich es richtig verkackt, geht jetzt noch mal in die Pause und ich ärgere mich jetzt über den Scheiß, den ich gerade gemacht habe. Das hätte ich anders lösen kannst müssen. Du ja dann nicht machen. Nein, das weißt stimmt. Du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also ich weiß das, ja. Aber in der Praxis ist mir das ja auch noch bisher gar nicht passiert. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt gerade in so einer Situation bin, weil ich kann eigentlich nur daraus lernen jetzt. Also in einem Wettbewerb das zu lernen, ist natürlich nicht so gut. Ja. Ich hab's versemmelt. Ja, erzähl doch mal. Ich hab mich sicher. Was ist los? Also eigentlich kann ich ja voll gut in die Kamera sprechen. Und ich weine gerade, weil ich mich über mich selber einfach nur ärgere. Aber ich weiß, dass ich Heidi auch überzeugen kann morgen. Ich weiß, dass ich das raushole. Also Tränen wegwischen. Und ja. Ich mach das schon. Bin nicht umsonst hier. Das war eigentlich direkt klar, dass ich das Kissen nehme. Das Kissen passt auch perfekt zu mir, weil ich bin halt auch eine sehr müde Person. Ich liebe es zu schlafen. Also Schlaf ist mir eigentlich sehr wichtig. Also wenn ich das sehe, werde ich total müde. Wenn ich dieses Pillow sehe. Oh, ich könnte jetzt auch ein kleines Nickerchen im Sitzen machen hier mit dem Pillow. Ey. Oh. Dann los geht's. Los geht's. Hey ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Vanessa und heute habe ich für euch ein ganz anderes Thema und dafür habe ich das Kissen to go für euch, was ich euch jetzt präsentiere. Und zwar, man setzt es ganz einfach, die Hustierhaube auf, zieht es dann zu, man hat hier so eine Kappe und die kann man sich hier einfach so drüber ziehen. So, das muss nicht unbedingt schön ausschauen. Und dann könnt ihr es schon anwenden, ob im Auto oder im Flugzeug, überall. Klickt den Link auf jeden Fall in meiner Bio an. Kauft es euch, swiped up.
Also die Gadgets waren schon echt lächerlich. Es sah wirklich einfach nur witzig aus. Und allein, wenn ich es mir schon reingetan habe und mir vorgestellt habe, wie ich damit gleich aussehe, ich konnte nicht mehr. Es war so lustig. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Sieht mega lustig aus. Schaut mal. Und zwar geht das so. Ihr könnt sogar noch reden. Sieht erstmal ziemlich süß aus, aber ich finde, allein die Anwendung macht richtig viel Spaß. Ich finde, alleine wenn man es drin hat, sieht schon super aus. Und ich kann hervorragend damit weitersprechen. Und ich glaube, also ich muss schon lachen und ich hoffe, ihr bringt damit eure Mitmenschen auch direkt schon lachen. Lachen ist einfach ansteckend, also geht auf die Website. Schwall auf und kauft den Grinsetrainer. Ich denke, dass ich es heute gut machen werde, weil ich ja schon so ein bisschen Schauspielerfahrung und sowas habe. Aber Schauspiel und Influencing, das sind zwei verschiedene Gebiete. Daumen. Bin ich gespannt. Hi. Hallo. Hi. Hi. Na? Hallöchen. Hi. Du hast nichts mitgebracht, den Grinsetrainer. Ah, ja, der nächste. Okay. Gib alles. Mein Vorteil ist, dass ich ein schönes Lächeln habe. Ja, Leute werden sich danach diesen Grinsemacher kaufen, weil die wollen dann auch so ein schönes Lächeln haben. Ready? Camera. And action. Hey guys, ich bin's wieder, eure Jessica. Ich habe in letzter Zeit so viele Anfragen bekommen, wie ich es schaffe, eigentlich immer so schön zu lächeln. Und ich habe darauf nur eine Antwort, und zwar den Grinsetrainer. Ihr steckt euch den einfach so in den Mund rein. Okay, so. Und durch die ergonomische Form ist er anpassbar für jeden Mund. Und the best part ist, wenn ihr Schwierigkeiten habt, richtig zu lächeln, dann klickt einfach auf den Link und holt euch euren Grinsetrainer. Cut. Ja, jetzt hatten wir noch 10 Sekunden übrig. Ich glaube, das Schwierige für dich war, diese 45 Sekunden einzuhalten, ne? Definitiv. Du hast ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich so deinen Sparkle gesehen habe in den Augen. Okay. Und jetzt? Ja, war ein bisschen vielleicht verhalten. Vielleicht so ein bisschen mehr Power von Anfang an. Okay. Ja? Ja. Aber der wird es jetzt. Camera. And action. Hi guys, ich bin's wieder, eure Jessica. Ich hoffe, es geht euch allen richtig gut. Ich habe in letzter Zeit so viele Anfragen erhalten, wie ich es schaffe, eigentlich immer so schön zu lächeln. Ich habe darauf eigentlich nur eine Antwort, und zwar der Grinsetrainer. Ich habe ihn schon seit Monaten und ich bin super zufrieden damit. Ich benutze ihn auch eigentlich die ganze Zeit. Der ist auch super einfach in den Mund zu stecken. Und zwar müsst ihr den Smiley zu eurem Gaumen und die Seiten per Ohr einfach. Und durch die ergonomische Form ist er für jeden Mund anpassbar und, oh shit. Oh shit können wir natürlich nicht machen, ne? Ja, definitiv. Es fing super an und dann ging es leider den Berg ein bisschen runter. Oh, schade. Es war fast, als wusstest du nicht mehr, was du sagen solltest, von Mitte bis Ende. Ja. Danke dir, Jessica. Ich danke auch. Hi. Es war ganz okay. Also die meinten, mein Start war perfekt und danach ging es bergab. Aber ich bin selber enttäuscht, weil ich die ganze Zeit meinen Text durchgegangen und ich dachte, I'm gonna kill it. Verstehst du? Also die Angst ist natürlich schon irgendwie da, dass jetzt alle richtig, richtig krass raushauen und man dann die Schlechteste ist und das dann auch ein Ausschlusskriterium ist. Aber ich hoffe, dass es noch jemanden schlechter gibt als ich. Also ich denke tatsächlich, dass ich ein paar Schwierigkeiten beim Videoshoot haben werde, weil ich ja letztes Videoshoot auch schon nicht so die großen Emotionen zeigen konnte und mir Schauspielern generell etwas bisschen schwierig fällt. Und deswegen hoffe ich, dass ich das meistern werde. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Na, last but not least. Ich habe heute den Grinsetrainer für euch. Ah. Schön. Ja. Dann schmeiß dich rein hier in das Handy, los geht's. Das übergroße Handy. Ready? And action.
Hey Babes, ich kriege aktuell sehr, sehr viele Komplimente zu meinem Lächeln. Vielen Dank dafür, aber nein, ich bin nicht glücklicher als sonst. Ich habe einfach nur sehr viel trainiert mit dem Grinsetrainer. Und zwar klemme ich mir den einfach so rein. Easy anwendbar, jederzeit möglich. Beim Kochen, beim Putzen, auch beim Party machen von mir aus auch. Wenn ihr auch Mundwinkel habt, die runterhängen, einfach reinspannen. Es wird besser und grinst mir nicht zu viele Typen an. Cut. Also sagen wir mal, das Ding ist, das war eine solide Leistung, mhm, ne? Aber so das gewisse Etwas hat irgendwie gefehlt. Ja. Ich bin sehr perfektionistisch und eine gute, solide Leistung ist für mich nicht das, was ich hören möchte. Ich wollte eine sehr gute Leistung abgeben und das hat mich einfach verletzt in dem Moment. Na gut, danke schön. Dankeschön. Danke. Ja, das ärgert mich dann einfach, weil ich natürlich dann wieder sehr, sehr viel Druck verspüre. War nicht gut. Warum? War gut. Was? Warum? Viel zu früh fertig geworden und war auch nicht lustig, also war langweilig. Ja, mich nimmt einfach mit, dass ich die ganze Zeit übe und eigentlich tue und mache und schlussendlich ich wieder nur eher zu den Schlechten gehöre. Und das stresst mich einfach. Ja, aber ich bin halt vor Heidi immer so nervös, dass ich merke, dass mich meine Zunge schon immer überschlägt und ich die ganze Zeit schon so am Zittern bin. Ja. Ja. Sobald man da steht, gell, ist es so, die ganze Zeit, so habe ich denn in die Kamera gehalten, wie so ein Opfer. Ich habe jetzt am meisten Sorge eher direkt vor der Entscheidung. Also ich bin schon mit dem Kopf ganz, ganz weit und habe jetzt einfach Sorge, gehen zu müssen.